recht herzlich zu diesem ökumenischen Gottesdienst zur 1200-Jahr-Feier hier in Mainborn im Dorfgemeinschaftshaus. Wir befinden uns im Jahre 821 nach Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Für knapp 200 Jahre, wahrscheinlich von 83, 84 bis 260 nach Christus, gehörte das Neuwieder Becken mit seinen Randhöhen im vorderen Westerwald zum römischen Reichsgebiet. Also ist es mit den Römern gar nicht so abwegig. Wer lebte denn eigentlich in diesem gallischen Dorf? Asterix, der Held des Comics, er ist schlau und löst alle gefährlichen Aufträge. Da ist Obelix, er ist groß und kräftig und weil er in den Zaubertrank als Kind gefallen ist, hat er unsagbare Kräfte und besiegt alle Römer. Dann ist da noch Miraculix, er braut immer den Zaubertrank zusammen, damit das Dorf gegen die Angreifer kämpfen kann. Es gibt noch Trubadix, den Baden, er singt mehr oder weniger schön und unterstützt damit das Fest zum Ende der Geschichte. Nicht zu vergessen Majestix, der Häuptling des Dorfes. Er ist von den Feinden gefürchtet, aber von seinen Leuten respektiert. In diesem Dorf wird Gemeinschaft gelebt und wie in jeder Gemeinschaft gibt es unterschiedliche Charaktere, aber alle werden in der Gemeinschaft gebraucht. Im Predigttext heute in Römer 12 geht es auch um die Gemeinschaft. Paulus schreibt zu den Römern, aber sicherlich auch an uns. Unsere Liebe soll nicht geheuchelt sein. Wir sollen uns untereinander lieben als Brüder und Schwestern. Wir sollen Christus dienen, fröhlich in der Hoffnung sein, in der Gemeinde für Notleidende sorgen, Gastfreundschaft üben, die Menschen segnen statt verfluchen, mit den Fröhlichen sich freuen und mit den Traurigen weinen. Wir sollen in Frieden miteinander leben. Das hört sich gut an, aber ist es auch in der Praxis wirklich so einfach? Wie können wir es doch als Gemeinschaft, als Dorf schaffen, in Frieden zusammenzuleben? Wo Gemeinschaft gelebt wird, gibt es unwillkürlich immer auch Neid und Streit. Man redet übereinander, man ärgert sich übereinander. Für mich ist das Schlüsselwort die Vergebung. Wo sich Menschen untereinander vergeben, wenn Unrecht geschehen ist, da kann Frieden einkehren. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich dankbar bin, dass ich weiß, dass Jesus mir immer wieder vergibt, wenn ich Unrecht tue. Ich kann auch sagen, dass ich, wenn ich Menschen um Verzeihung gebeten habe, eigentlich immer etwas Gutes gewachsen ist. Ich wünsche mir, dass wir das auch nach 1200 Jahren Gründung dieses Dorfes leben und damit ein Zeichen für die anderen setzen. Wir singen nun das erste Lied, Laudato Si. Thank you.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Amen. Wir beten mit Worten aus Psalm 121, der ist ja im Liedblatt abgedruckt, und wir sprechen gemeinsam. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wir beten weiter in der Stille. Lieber Vater im Himmel, wir denken an diesem Tag daran, dass das Dorf Mainborn 1200 Jahre alt ist. Eine unfassbar lange Zeit. Wie werden die Menschen hier früher gelebt haben? Wie werden sie gedacht, geliebt, gelacht haben? Vieles wissen wir nicht. Aber, dass du mit deinem Schutz und Segen bei ihnen warst, das können wir zumindest erahnen. Wir wollen dir danken für deinen Beistand und deine Hilfe über die Jahrhunderte hinweg. Bewahre die Menschen auch hier weiterhin. Segne du das Miteinander und die Gemeinschaft hier in diesem Ort und im ganzen Kirchspiel. Dass die Liebe regiert, dass Menschen mit anderen mitfühlen, dass der Friede und das Gute regiert und das Vertrauen auf Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Wir hören die Schriftlesung. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in vollkommener Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus, dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften: Ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort: Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Halleluja. Halleluja.
Und nun hören wir das Chörchen. Thema ist ja heute die Gemeinschaft, die Dorfgemeinschaft ganz besonders. Ich habe an Helmut Blasius, den Ortsbürgermeister, 4 Fragen formuliert und er wird jetzt Rede und Antwort stehen. Helmut, was kennzeichnet eine gute Dorfgemeinschaft? Was fördert sie? Ja, eine Dorfgemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, dass natürlich viele individuelle Interessen bestehen. Bei allen, aber dass immer wieder dann Leute sich zusammentun und in verschiedensten Bereichen zum Ziel kommen oder auch, indem sie diese Ziele umsetzen, ihre Lebensqualität steigern. Und die Lebensqualität hier bei uns im Dorf empfinde ich als sehr, sehr gut. Und das Ganze schweißt halt dann zusammen. Wie hat sich in den letzten Jahrzehnten die Dorfgemeinschaft verändert? Ja, für mich als Zugezogener, der jetzt seit 28 Jahren hier wohnt, kann ich natürlich nur von knapp drei Jahrzehnten einen Rückblick tätigen. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, in die Chronik zu schauen, sich mit Leuten zu unterhalten, mit Älteren. Und es hat sich gezeigt, dass sich im Prinzip bei uns im Dorf wenig verändert hat, der allgemeine Wandel der Zeit. Dem wurde sich angepasst, aber ansonsten ist eine Gemeinschaft nach wie vor vorhanden. Und wenn man zurückblickt auf die vor 50 Jahren stattgefundene 1150-Jahr-Feier, sind die Unterschiede nicht allzu groß. Bis aufs Mainborner Bier, ne? Das. Ja, und jetzt, wir gucken mal in die Zukunft. Wo siehst du in der Zukunft Verbesserungsmöglichkeiten, Entwicklungspotenziale? Ja gut, da gibt es einen Wunsch von vielen Mainbornern, wir brauchen eine Kneipe. Ja. Aber ansonsten Verbesserungspotenziale, die Gemeinschaft fördert ja und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Das zeigt sich auch wieder jetzt an unseren Vorbereitungen für die 1200-Jahr-Feier. Um die Zukunft muss man sich keine Gedanken machen. Wir haben viele junge Leute, die engagiert sind, viele Vereine, junge, das funktioniert. Was kann der Ortsbürgermeister dazu beitragen? Es ist ja immer so, nicht? Auf den Bürgermeister kommt an, nicht? Der muss es richten. Ja. Ist es so? Ja gut, also mit der Kneipe wird schwierig. Da hat meine Frau was dagegen, ja, dass ich eine Kneipe betreibe. Die Zeit hätte ich ja vielleicht noch.
Aber ansonsten ist natürlich die Zukunft schwer vorhersehbar, weil wir sehen es im Moment, wir haben einen Krieg, wir haben Naturkatastrophen, wir haben einen Klimawandel und da jetzt eine Prognose zu treffen, ist schwierig. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ein Ortsbürgermeister natürlich nur beitragen kann, aber nicht die Zukunft alleine gestalten kann. Da gehören die Bürger dazu. Er kann alleine Ideen aufnehmen, er kann schauen, dass Maßnahmen umgesetzt werden, Projekte, und dass die auch gefördert werden. Und auch er sollte, oder ich bemühe mich halt auch, die Wünsche der Bürger dabei wahrzunehmen. Helmut, ganz herzlichen Dank für die Antworten. Und wir singen jetzt das nächste Lied. Gut, dass wir einander haben. Christen, liebe Gemeinde, was der Apostel Paulus den Christen von Rom seinerzeit geschrieben hat, hörten wir vorhin in der Lesung. So viel Nächstenliebe schon am frühen Morgen. Haben Sie mitgezählt? Das ist eine ganze Menge, was Paulus da von den Römern verlangt. 21 Aufforderungen.
Wenn der Ton auch freundlich ist, sind doch 21 Gebote, die uns vorgegeben, wie wir unser Leben gestalten sollen. 21 Forderungen, von denen jede einzelne eine eigene Predigt wert wäre. In dieser Predigt wollen wir diese guten Ratschläge des Paulus in den Blick nehmen. Als Sie die Worte des Paulus gehört haben, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Vielleicht haben Sie gedacht, das ist zu viel, das erschöpft mich. Wer kann denn schon 21 Gebote halten? Gebote, die es auch noch in sich haben. Schließlich geht es hier ja um mehr als geh man nicht bei Rot über die Ampel, sondern Paulus stellt hier grundlegende Anforderungen an seine Glaubensbrüder und Glaubensschwestern in Rom. Er sagt ihnen, dass man an ihrem Verhalten erkennen soll, dass sie zu Christus gehören und dass sie ihm nachfolgen. Nicht nur kleine Ratschläge, an die man sich halten kann, aber nichts muss sein. Sie haben vielleicht gedacht, muss das sein? Mein Alltag ist doch eh schon so anstrengend. Was soll ich denn noch alles tun? Die Vorgaben, an denen ich mich messen muss, sind doch hart genug. Und jetzt dasselbe am Sonntag im Gottesdienst. Seid gastfreundlich, seid nicht träge, haltet euch ans Gebet, segnet und flucht nicht über die, die euch Böses wollen. Da kommt man ganz leicht in eine Abwehrhaltung. Was soll ich denn noch alles tun? Bis ich meinen Haushalt und die Arbeit, die Schule samt Hausaufgaben, den Sport, das Familienleben und die Hobbys unter einen Hut habe, ist meine Kraft aufgebraucht. Für Extras bleibt da nicht viel Zeit übrig. So sind diese Sätze jedoch nicht gemeint. Paulus verteilt an die Christen von Rom nicht etwa eine neue Tagesordnung mit einer Liste von Aufgaben, aus der sich jeder etwas heraussuchen soll. Vielmehr ist der Apostel Paulus davon überzeugt, wer Christ ist, wer getauft ist und sich von Christus in seinem Leben beeindrucken und orientieren lässt, der hat Anteil am Heiligen Geist. Und dieser Geist äußert sich nun in Begabungen zum Guten, in Befähigungen zum Aufbauenden, so könnten wir auch sagen. Diese Begabungen, die jeder von uns auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen Schattierungen hat, ruft er uns ins Bewusstsein. Er weckt gewissermaßen unsere Fantasie auf, damit keiner von uns herumläuft mit dem deprimierenden Gefühl, mir ist eh alles egal, mit mir ist eh nichts los, auf mich kommt es ja gar nicht an, die Welt ist schlecht und ändern wird sich nichts daran. Fähig, sich vom Bösen nicht vereinnahmen zu lassen, fähig, dem anderen zuvorkommend zu begegnen, zu spontaner Hilfe und zu Gastfreundschaft begabt, dazu mit den Fröhlichen froh und den Traurigen traurig, also mitfühlend zu sein, ja mit Gefühlstiefe versehen, so ist jeder von uns auf eine bestimmte Weise ein besonders, ja ein menschlich sehr begabter, ein mit christlichen Fähigkeiten ausgestatteter Mensch. Christliches Verhalten sollte klar unterscheiden zwischen Gut und Böse. Wir machen jetzt einmal ganz bewusst ein gedankliches Experiment. Stellen wir uns nur einmal ganz kurz zu unserer Positivliste christlicher Ethik aus dem Römerbrief die entsprechende Negativliste vor. Sie lautet, legt die anderen herein, wo ihr nur könnt. Hasst das Gute und hängt dem Bösen nach. Seid faul und entzieht euch, wo ihr nur könnt. Ignoriert, was die anderen brauchen. Lasst alle Hoffnung fahren, gebt euch den Sorgen hin und vergesst, dass es einen Gott gibt, zu dem ihr beten könnt. Gäste kommen euch nicht mehr ins Haus und wer euch Übles tut, der verflucht und schadet ihm auf alle erdenkliche Weise. Seht zu, dass ihr euer Ansehen bei den anderen ausbaut und möglichst noch steigert, egal was es kostet.
Gebt niemals nach. Niemals. Verteidigt eure Ansprüche auf Biegen und Brechen. Übt Rache. Nutzt jeden Anlass, um tüchtig zu streiten, bis die Fetzen fliegen. Ist das nicht schrecklich, was wir jetzt gerade gehört haben? Wenn der Apostel Paulus uns auch vieles abverlangt, so halten wir uns doch besser an seine Gebote und versuchen, ein gelingendes Leben durch ein liebevolles und achtsames Miteinander. Erinnern wir uns an den Anfang der Lesung, in der es heißt, die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Für uns und unser Leben bedeutet das, die Liebe sei ohne Falsch. Liebe ist etwas Wunderbares, Schönes. Die Liebe ist eine starke, große Flamme des Herzens. Sie ist voller Energie. Versucht sie nicht zu halten und festzuhalten, sondern vertraut immer darauf, dass die Liebe euch hält. Kraft und Grund für unsere Liebe ist die Liebe Gottes. Leider ist der Begriff der Liebe doch ziemlich abgegriffen und wird gerne auch ausgenutzt. Damit unsere Liebe wirklich aus dem Herzen kommen und damit ohne Falsch sein kann, muss sie echt und ehrlich sein. Dinge, die nicht aus dem Herzen kommen, sind schal und leer wie die Maske eines Schauspielers. Bitten wir Gott, dass er seine Liebe in unser Herz legt, damit wir erfahren, dass die Liebe uns trägt. Wenn die Liebe in eurem Herzen wohnt, wird die Welt es merken, auch ohne viele Worte. Jesus sagte an seinem Abschiedsabend, ein neues Gebot gebe ich euch, liebet einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Die tiefste Berufung, die wir haben, ist es, der Liebe zu folgen und ihr Gestalt zu geben in unserem Leben. Amen. Thank you.
sammeln jetzt gleich, während wir hier noch weiter reden, die Klingelbeutelkollekte ein. Die ist zum einen bestimmt für die Ukraine-Hilfe der Organisation Operation Mercy, mit der unsere Mitarbeiterin Andrea Vogt unterwegs ist. Und es geht um Geflüchtete in der Ukraine, also Binnenflüchtlinge und in den Ländern drumherum, also Rumänien und so weiter, diesen Menschen zu helfen. Dafür ist die eine Hälfte der Kollekte, sozusagen der eine 50-Euro-Schein, den Sie geben. Der andere ist bestimmt für Projekte der Vereinten Evangelischen Mission, Gesundheitsversorgung in Afrika und Asien. Und da geht es darum, dass in den abgelegenen Gebieten dieser Erde, wo keine gute medizinische Versorgung ist, überall kleine medizinische Zentren eingerichtet werden, um Menschen zumindest eine Grundversorgung, medizinische Grundversorgung zukommen zu lassen. So, jetzt wird Frau Hörter-Schmidt weiterreden, aber jetzt, liebe Presbyter, tut mir leid, ich habe es vorhin verschlafen, jetzt könnt ihr einsammeln. Bitte sammeln Sie jetzt. Ja, liebe Mitchristen, die katholische Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena Großmeischheit Isenburg feiert am 5. Juni, also an Pfingstsonntag, ihr Pfarrfest. Besonderer Anlass ist die Fusion der beiden Pfarrgemeinden Großmeischheit und Isenburg, also St. Bonifatius und St. Katharina. Und der neue Name der Pfarrei ist St. Maria Magdalena. Zu diesem besonderen Fest beginnen mit einem Festgottesdienst um 11 Uhr in der Pfarrkirche in Großmeischheit, lade ich Sie im Namen der Räte unserer Pfarrgemeinde und im Namen von Herrn Hendrix, dem Leiter der Seelsorge unserer Gemeinde, recht herzlich ein. Willkommen, gemeinsam mit uns zu feiern, zu singen und zu beten. Für das leibliche Wohl, auch für das Mittagessen, sowie für die musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt. Ja, und aus der Evangelischen Kirchengemeinde gibt es noch Folgendes mitzuteilen. Heute Abend ist wieder um 19 Uhr Friedensgebet in der Kirche. In der Kirche ist jetzt am heutigen Sonntag und dann am kommenden Wochenende immer von 11 bis 17 Uhr noch die Bilderausstellung geöffnet. Bilder von Norbert Bleit aus Heimbach zum Thema Auferstehung. Riesengroßformatige Bilder, die interessant sind anzugucken. Hinten in der Kirche liegt dann auch ein erklärender Text von Frau Dr. Ute Hartmann aus. Die nächsten Gottesdienste an Christi Himmelfahrt, 11.15 Uhr. Wir sind ja unterwegs mit den Kirchengemeinden Honnefeld und Rengsdorf. Mit denen wird es in den kommenden Jahren viel mehr Kooperationen noch geben. Himmelfahrt, 11.15 Uhr, Outdoor-Gottesdienst auf dem Rewe-Parkplatz in Rengsdorf. Und dann am kommenden Sonntag wieder ganz normal 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche bei uns. Jetzt hören wir das Kirchen nochmal. Shalom, shalom, der Herr segne uns. Shalom, shalom, der Herr segne uns. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Er sei neben dir, das sei
Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, in diesem Gottesdienst und an diesem besonderen Tag bitten wir ganz besonders um deinen Segen für dieses Dorf, aber auch für unser ganzes Kirchspiel. Wir bringen dir die Menschen, die sich zum Wohl anderer Menschen einsetzen. In den Gemeinderäten, in den vielen Vereinen, aber auch in der Schule, in den Kitas, im Gesundheitswesen und andere Menschen. Wir bitten dich, dass du ihnen immer wieder Kraft schenkst und Kraft behältst, dass du vor allem die Liebe in ihren Herzen wachsen lässt und dass du die guten Gemeinschaften bewahrst. Ja, wir bitten für ein gutes Miteinander und für eine gute Gemeinschaft. An diesem Tag denken wir aber auch an diejenigen, die heute krank sind, vielleicht auch schwer krank sind. Wir denken an diejenigen, die trauern und die traurig sind, denen ein lieber Mensch fehlt. Wir denken an diejenigen, die niedergeschlagen sind. Schenke du ihnen Trost und hilf uns, diese Menschen nicht zu vergessen, sondern zu sehen und zu helfen. Und wir bitten an diesem Tag um Frieden, ganz besonders um Frieden in der Ukraine. Wir bringen dir die Menschen, die alles oder vieles verloren haben, vielleicht auch Angehörige verloren haben. Wir bringen dir an diesem Tag die Geflüchteten, auch die Flüchtlinge, die hier unter uns im Kirchspiel wohnen. Und wir bitten dich an diesem Tag für diejenigen, die versuchen, den Geflüchteten zu helfen. Dass du immer wieder Kraft erhältst und Weisheit schenkst, ein gutes Miteinander, eine gute Verständigung. Wir bitten aber auch für Frieden in anderen Regionen und Staaten dieser Erde, in Afghanistan, im Jemen, Frieden zwischen Israelis und Palästinensern, in Kamerun und in anderen Regionen. Schenke du aber auch Frieden in unseren Familien und Gemeinschaften, schenke uns deinen Frieden in unsere Herzen. Und schenke uns Vertrauen auf Jesus Christus, schenke uns Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Wir beten weiter in der Stille. Gemeinsam beten wir so, wie Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den letzten Liedvers vor dem Segen. Großer Gott, wir loben dich. Der erste Vers. Herr Jesus Christus, wir wünschen uns, dass das Licht von Ostern ausstrahlt durch unser Leben. Wir wollen uns als fröhliche Menschen zeigen, die gerne mit anderen teilen. Wir wollen Menschen sein, die offen auf andere zugehen und ihnen Mut machen. Wir wollen Menschen sein, die von deiner Liebe begeistert sind und die anderen begeistern. Dazu erbitten wir deinen Segen. Gott, gebe uns das, was wir zum Leben brauchen.
Wärme, Geborgenheit und Zuneigung und das Vertrauen in uns selbst, zu unseren Mitmenschen und zuletzt auch zu ihm. Auch in dunklen Zeiten und schmerzlichen Erfahrungen möge Gott mit uns sein und uns stets Neumut und Hoffnung geben. Gott führe uns zu einem glücklichen Leben und lasse uns sein und werden, wie wir sind, damit wir so in und unter uns den Himmel auf Erden erleben. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf uns herab und bleibe bei uns alle Zeit. Amen.